Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge von Forza Horizon 4, der Folge vor Folge 100, die ziemlich besonders sein wird. Aber heute geht es nicht darum, sondern um Bonustafeln, die ich in dem Chevrolet Colorado ZR2 sammeln werde. Ich drehe auch mal um. In der Nähe soll schon auch schon welche eine sein. Ich muss nämlich hier lang. Die im Tunnel habe ich schon. Hier muss noch eine sein. Wahrscheinlich auch hier ziemlich weit oben versteckt. Guck mal, der Wagen ist dafür schnell genug. Der super funktioniert, aber sich erstmal auch nehmen kann. Zur Hilfe ist die Drohne. Dazu ist sie auch eigentlich da. Vergesse ich da manchmal öfters. Ja, mein Wagen. Du schaffst das. Ist sie vielleicht hier oben? Da hinten ist die im Tunnel. Ist die noch weiter oben? Ist nur die Frage, wie man dann hier hochkommt. Oder ob man hier überhaupt hochkommt. Ob man hier überhaupt hochkommt. Ah! Wo? Wo ist die Tafel? Oh. Ja, man kommt ja auf jeden Fall hoch. Muss nur von der anderen Seite fahren vielleicht. Das wäre schon sehr steil. Aber man kommt hier definitiv hoch. Vielleicht nicht mit dem Chevy, den ich gerade fahre. Weil die Leistung doch nicht ganz so übertrieben ist. Wo soll ich denn hier hochkommen? Oder von der anderen Seite. Na komm, hoch bitte. Von der anderen Seite vielleicht. Mal gucken. Ich werde schon irgendwie finden. So, aber ich stehe noch hier. Sehr schön. Hör ich den Zug auch schon wieder. Ich glaube, hier kommt man ziemlich schlecht hoch. Das sollte man erkennen. Oder nehmen wir einfach die andere Seite. Also hier irgendwo. Dann würde ich am besten Fall was Schnelles nehmen. Noch besseren Fall mit Allrad und Bodenfreiheit. Warte, ich gehe mal. Fuck, das war falsch. Klasse, will ich gehen. Irgendwie so ein S2 oder S1 Offroad-Auto. Nein, ich nehme nicht den Funko. Heckantrieb, nix gut. Ich könnte den Unimog nehmen, fällt mir gerade ein. Der hat definitiv genug Bodenfreiheit. Oder natürlich den Peel, ja. Auch bekannt für seine Fähigkeiten zu Land, zu Wasser und in der Luft, oder was? Immer quer ein bisschen langweilig. Du musst auch ein anderes Auto hochkommen. Komm. Bin bisher nur bei Teamabenteuer gefahren, den Civic GRC. Das muss ja auch irgendwie gehen. So, die Frage wegen Turboloch. Jetzt brauche ich wieder einen Tunnel. Sehr praktisch. So. Oh Gott. Ja, nicht zu weit fliegen. Sieht schon mal ganz gut aus. Da oben bin ich. Nur Richtung Schild fahren. Am besten dabei nicht runterfallen. Da sehe ich es doch schon. Gott.
Guten Tag. Auch nur ein 3000er. Hätte man ruhig ein 5000 anstellen können, finde ich. Aber die Aussicht. Gehen wir weiter in diese Richtung fahren, in die Berge. Das ist doch mal nett. Ja. Dann Derwentwater. Also, ich sag mal so, die Weitsicht ist okay. Man kann weit gucken. Aber halt, da ist halt, da hätten die Grafik nicht mehr so geil. Auch so Derwentwater, das sieht halt nicht mehr ganz so cool aus. Aber mein Gott, es ist ein Rennspiel. Das, von da an sieht das ja gut aus. Sind sogar da hinten die Windräder. Auch wie die sich drehen, das finde ich cool. Können wir vielleicht so ein bisschen. Na gut, hinter Berg ist Edinburgh. Doch, das geht eigentlich. Dann. Wie viele Stunden habe ich jetzt eigentlich? Das will ich nochmal ganz kurz gucken. So viele fehlen gar nicht mehr. 16. Das werden wir heute auch natürlich nicht alle machen. Aber wie gesagt, bis Folge 100 schaffe ich das. Denn wie man an das kommt, weiß ich, rankommt, weiß ich noch gar nicht. Das ist mir irgendwie, weiß nicht, bin da ein bisschen zu blöd für. Auf dem Berg scheint auch eins zu sein. So, bei diesem Schild ungefähr. Also müssen wir wahrscheinlich auf diesem Berg oben bleiben. Kann ich hier wenden? So. Immer schön vorsichtig, ne? Selbst der, der hat, kann man hier auf dem Berg rumfährt. Also bestimmt da auch hier oben, bestimmt, oder? Warte mal. Drohne. Bevor ich wieder runterfahren, und dann nicht wieder hochkommen. Lieber erstmal so gucken. Warte mal, wo war denn? Ich nehme sogar zwei Schilder? Lol. Nee. Das eine habe ich da gefunden. Deswegen steht das logischerweise nicht mehr hier. Und da fehlt aber noch eins. Das wahrscheinlich aber eher oben ist. Aber ich guck mal lieber. Ist besser. So eine andere Straße wäre auch ein bisschen einfach. So. Wo ist der Zug hier schon wieder? Ach, da unten. Immer noch laut, ne? Aus der Entfernung. Dass man hier noch so laut hört. Hier oben. Das bestimmt ja in irgendeiner Kante, oder? Würde ich jetzt mal so schätzen. Ach ja, fahr mal noch die Schildersuche. Kann sich um Stunden handeln. Ah! Ah! Hab ich dich doch! Ja, weil Turboloch, ne? Ah. Okay. Der Tausender geht klar. Wieso auch immer jetzt hier Wasser ist. Naja. Netter Pool, ne? Da. Das habe ich zum Glück schon. Das auch. 1, 2, 3. Das sind 4 Schilder. Sieht hier schon mal ganz gut aus. So, Edinburgh ist natürlich schwer, da die Übersicht zu halten. Wenn man immer so weggucken muss. Halt auf meinen Fernseher gucken, dann auf meinen PC-Bildschirm gucken. Fernseher, Bildschirm. Klar, nicht beides gleichzeitig sehen. Das macht die Sache natürlich nicht gerade leichter. Edinburgh sieht aber echt gut aus, was die Schilder angeht.
Da fehlt aber auch noch eins. Hier. Ungefähr. Vielleicht gibt es da so einen kleinen Weg, wo man reinfahren kann. Ich meine, was gesehen zu haben. Hier. Und das ist auch schon. In 100 Metern rechts abbiegen. Zack. Willst du aber auch wieder den Chevy fahren? Besonders cool, aber ich will auch mal den Chevy fahren. Bin ich lange nicht mehr gefahren, zumindest für YouTube. Ich bin für Gravel Einrennen öfters mal gefahren. Dafür ist doch ziemlich geil, finde ich. Nach Sound finde ich geil. Auch wenn es nur ein 6-Zylinder ist und kein V8. V8 natürlich cooler wäre, aber ich will den Motor gar nicht wechseln. Ich finde das eigentlich. Das passt irgendwie so. Also der Sound, ich meine. Sieht geil an. Auch ein Saugmotor. Das ist natürlich auch was Tolles. Dass er nicht zwangsbeatmet wird. So. Gehen wir mal hier in Richtung Derwentwater. Zack. Oh Gott. Im Wald sind noch einige Schilder. Von denen da definitiv noch eins fehlt. Und zwar zwischen dem K und dem He. Und dem He, genau. Zwischen dem K und dem E bei Lakehurst. Auf der Karte. Und wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, werde ich die Karte in der Beschreibung verlinken. Aber wahrscheinlich vergesse ich es. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ah ja, Anna. Ist gut. Ah ja. Schöner Wagen so für Förster, oder? So für den Wald? Moment. Da fehlt doch was. Auf jeden Fall fehlt da was. Nämlich da, wo jetzt mein Kreis ist. Also nicht auf der Straße. Also muss ich jetzt Richtung Süd fahren. Ah, das ist. Wie schön das hier aussieht, ne? Den Farben, das ist halt schon. Route wird neu berechnet. Also, wenn man, was man sagen muss, man will, man kann aber nicht sagen, dass das Spiel hässlich aussieht. Das auf gar keinen Fall. Ist eigentlich so wie jedes Forza, da sieht eigentlich keins. Für die damalige Zeit scheiße aus. Natürlich, heutzutage sieht ein Forza Motorsport 1 sicherlich kacke aus. Aber für damalige Zeit war es sicherlich kein hässliches Spiel. Und die Xbox 360 Teile sowieso nicht. Die sahen eigentlich allesamt ziemlich eindrucksvoll aus. Was ist mit dem Schild hier? Habe ich sogar entdeckt, aber noch nicht umgefahren. Was ist da los? Das gute Stück. Hä? Wow. Nein, ich bin auf die andere Seite. Ich war gerade gar nicht gesehen. Okay. Okay.
von dem Wagen machbar ist? Route wird neu berechnet. Dann schnell ist er halt nicht. Nur aufs Dach kommen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Was? Ist irgendwie eine kleine Erhöhung oder so? Ja, dieser Baum zum Beispiel ist aber eine sehr große Erhöhung. Und leider nicht überfahren kann. Ha! Geht doch. Pfff, warum keine 2 Euro für? Geht doch sehr gut ohne. Wunderbar, das auch geschafft. Da muss ich nochmal gucken. Geht da. Oh, da fehlt schon wieder eins, ey. Meine Güte, ich war aber auch nachlässig hier. Das muss ich ungefähr hier befinden. Hab ich echt geschlampt bei der Stelle der Suche. Vor allem mache ich auch dieses Mal lange dafür. Ich meine, bei den letzten Reisenteilen geht es mit den Schildern immer ein bisschen schneller. Ich habe sowieso bei jedem Reisenteil alles schneller in allen Gebieten, also auch in den DLCs. Das ging, glaube ich, bis jetzt meistens schneller im Hauptspiel. Komm! Geil. Hallo. Ach, Schnellreise. Noch ganz nette Aussicht hier, ne? Hier oben ein kleines Häuschen. Ja, auch nicht schlecht. 10 Tafeln fehlen noch. Vorsichtig. Oh Gott. Außer wenn man diesem. Ist da so in die Richtung Windgrün geht das, ja? Dann hier so in diesem Wald. Also von den Farben, das passt halt schon. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Muss ich einfach mal so sagen. Da kann ich wirklich kaum meckern. Hm. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Auch hier alles ganz gut aus. Gehe ich mal weiter in Richtung Südwesten. Gut, in Ambleside gibt es nicht so viele Schilder. Das macht das eigentlich ziemlich praktisch. 5, 6, 7, 8. Im Festival gibt es auch nicht viel zu holen. Da habe ich auch alle 4 Schilder. Dann hier, oh. Alter. Ich finde 2 Schilder an der Straße. Eins links, eins rechts. Was habe ich da bloß gemacht? Ja, Baum. Hm. Tausender. Weil ich ja im Zug was versteckt habe, das habe ich echt noch nie gesehen, das Schild. Ach da. Hier im Raum versteckt. Ja, Fabian. Habe ich gekonnt, dann vorbeigefahren. War sogar ein 3000. Fehlen noch 5 Einflusstafeln und 3 Schnellreisetafeln. Ich muss noch kurz auf die Zeit gucken, was die Aufnahme sagt. Ja, ungefähr 20 Minuten. Alles easy.
So, am Broadway gibt es nur diese drei Schilder, die auch sehr eng sind. Matkikas Allrad hat hier diese vier Schilder. Gehe ich mal weiter Richtung Südosten. Also so Richtung Strand. Und da sehe ich jetzt schon, da fehlt was. Ah, ja, so hier ungefähr. Da muss ja noch irgendwie dieses Feld sein, genau. Ich denke mal nach Richtung Haus, muss ich. Eine Scheune, was auch immer. Ah ja. Soll nichts kaputt machen, ne? Außer das Schild. Sehr schön, sehr schön. Es werden immer weniger Schilder. Das freut mich natürlich. Wenn ich doch endlich mal alle gefunden habe, weil es wird natürlich auch echt mal Zeit. Ich kann weiter hochscrollen. Aber ich finde die Karte hier, das Bild, was ich nehme, das ist halt wirklich sehr hoch aufgelöst. Kann man auch schön vergrößern. Das kann man also sehr, sehr schön erkennen. Also da ist es definitiv gut gemacht. Hier ist ja mein Haus. Fairlane Manor oder so. Wie das heißt. Flugplatz sieht auch gut aus. Ja, da habe ich leider auch alles gefunden. 1, 2, 3. Jo. Das passt. Jetzt haben wir hier Arthur's Seat. Ich muss gerade irgendwie an Arthur Morgan aus Red Dead denken. Oh, da sind einige Schilder. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da habe ich alle. Okay, also muss ich noch so ein bisschen mittig in eine Karte gucken. So. Falls ich nicht schon alle entdeckt habe. Jetzt muss ich gucken, wo ich hier bin. 1, 2, 3, 4. 1. Moment. Fehlt da was? Nee, leider nicht. Ich habe mich nur verguckt. Dann hier. Sieht nicht mehr gut aus für mich. Kann ich nämlich auf spontan eigentlich nichts mehr entdecken. Doch. Moment. Doch, doch, ein Schild habe ich noch. Ist mittlerweile ziemlich schwer, das zu finden auf der Karte. Wenn die beiden Maps vergleichen. Ich habe immer noch Glück, weil die Karte hier, die ich gerade nutze, die ist auch im Frühling gemacht worden. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. So, ich muss Richtung Nordwesten. So. Schildchen, wo bist du? So weit zur Straße sollte ich gar nicht fahren. Das ist doch gar nicht. Okay, 6 Tafeln hier. Mach ich mal den Abgleich. Du bist ja noch 6 Tafeln auf meiner Karte, die ich zwar schon entdeckt habe, aber nicht zerstört habe.
Das ist nämlich die andere Frage. Entdecken heißt ja noch lange nicht zerstören. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fuck. Das ist natürlich nicht ganz so vorteilhaft. Okay. Warte mal, die war doch hier an diesem... auf diesem Haus drauf. Hier ist auch ein Gefahrenschild, was ich nicht geschafft habe. Das muss da, glaube ich, auch ein 5000er sein. Das ist auch auf einem Hausdach drauf, wo man irgendwie springen muss. Ich will nochmal hier gucken. Muss ich denn... hier vielleicht eine Idee. Ich weiß aber nicht so, ob die funktioniert. Ich habe doch eine Idee, wie ich jetzt da hinkomme. Ich will jetzt gerade erst checke. Ich vielleicht einfach mal der Eisenbahn folgen muss. Und hoffen muss, dass da kein Zug kommt, der mir entgegenfährt. So. Mal umdrehen. Oh. Au. Ja, natürlich, es war so krass, dass dann zukommt. Alter, ja. 150 Meter Rückwärtsgang. Läuft. Da war ich jetzt zugfrei. Ich muss hier lang. Bitte, bitte, bitte. Yes. Meine Taktik war immer, hier hoch zu springen. Das hat aber wenig geklappt. Wie weit kann ich denn jetzt fahren? Bis zum Tunnel oder geht's noch weiter? Okay. Ist gut. Ich meine, es sieht da nicht hoch aus, sind auch nur vielleicht 2 Meter. Weil hier hoch bin ich nie gekommen. Aber ich habe es mittlerweile geschafft, weil ich gecheckt habe, dass hier die Eisenbahn lang geht. Immerhin. So, also. Ein bisschen was fehlt noch. Ich gucke auf die Zeit. Ja. Kann mal kurz 2 Minuten suchen. Es fehlt mir bestimmt keine. Oder mal hier lang fahren. Hier links, Alter. Diese Seen. Vielleicht auch so ein bisschen in den Bergen. Ich bin mal gespannt, ob es eine Map-Erweiterung geben wird, wo die Hauptkarte erweitert wird. Dass man nicht in ein extra Gebiet reisen muss. Oder hier mit den Brücken. Dass man durch die vielleicht in ein neues Gebiet kommt. Wer weiß, wer weiß. Ja, kann ja alles sein. So, oder ich guck nochmal hier ganz links. Fehlt leider auch kein Schild mehr. Ist ein wenig schade. Das habe ich wohl im Winter geholt. Oder dort ist sehr, sehr flaches Wasser. Natürlich auch eine Möglichkeit. Mir vorstellen, dass hier noch irgendwas, ich irgendwie eins vergessen habe. Das kann dann bei mir sehr schnell passieren. Okay. Nee. Doch. Doch, doch, doch. Da, fehlt noch eins. Wow.
Das habe ich echt noch nie gesehen. Oh. Das war knapp. Ja. Also das ist ja wirklich, das war easy zu finden. Ich bin da gesehen nach dem Teleportieren. Dass mir das nicht aufgefallen ist. So. Und mit diesem Schild, ich guck nochmal ganz kurz auf die Uhr, ist das so bei knapp 30 Minuten sein? Ach ja, passt. Und mit diesem Schild war es das mit den ersten 99 Folgen von Forza Horizon 4. Die nächste Folge, Folge 100, wird es etwas, ein bisschen was Besonderes geben, ein bisschen was anderes als sonst. Lasst euch überraschen. Da geht es wieder ab Folge 101 mit dem normalen Wahnsinn weiter. Wir werden wieder normale Autos gefahren und so weiter und so fort. Aber wie es genau ablaufen wird, werde ich auch noch in Folge 100 erklären. Also bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, für den ganzen Support natürlich auch über die 99 Folgen. An sich über natürlich für Forza Horizon 4 und generell alle anderen Videos, die ich hier gemacht habe, sind ja erst ein paar. Ich denke, Horizon 4 wird mich noch ein Stückchen bei Laune halten. Euch hoffentlich auch. Auf weitere 99 Folgen. Hätte ich nichts dagegen. Wäre ich mal cool. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das Let's Play-Projekt in Horizon 4 mehr Folgen haben wird, als das in Horizon 3. In Horizon 3 hatte ich 140 Let's Play-Folgen. Und mal gucken, wie es jetzt wird, aber ich denke, wir werden mehr schaffen. Vielleicht sogar die 200. Wer weiß. Das ist alles noch die Zukunft. Ich hoffe, bis dann habe ich weiterhin viel Spaß. Ihr hoffentlich auch. Ist für uns beide eine Win-Win-Situation. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.